Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spielevideo. Ich habe hier ein richtig, richtig süßes Monopoly. Monopoly Junior Pepperwoods. Das ist so niedlich. Die Kleine spielt das richtig gerne und das macht super viel Spaß. Das ist generell eigentlich ziemlich ähnlich wie das normale Monopoly, auch für Erwachsene, was man so kennt. Es ist natürlich ein bisschen einfacher gehalten für die Kinder, damit es auch verständlicher ist. Und hat auch so ein paar natürlich Auszüge aus Pepperwoods und auch so ein paar tolle Sachen, die man machen kann. Also es ist richtig, richtig toll. Es macht super viel Spaß und ist super niedlich gestaltet. Ich werde natürlich wieder ein paar Bilder einblenden, weil ich das Video ja jetzt hier so für euch filme, einfach damit ihr auch mich sehen könnt. Und deswegen blende ich die Bilder dann wieder ein. Ich glaube hier. Ich zeige euch mal das Spielbrett, aber wie gesagt, Bild werde ich auch noch einblenden. Das ist das Spielbrett mit Pepperwoods. Super süß, echt extrem niedlich. Hier ganz groß Pepperwoods natürlich mit drauf. Und dann gibt es hier eben auch die verschiedenen... Ja, die verschiedenen Stationen, die man eben auch kennt aus der Serie, die Kirmes, dann die Kartoffeltraumstadt, Peppers Haus. Das sind eben ganz normal diese Straßen, wie man es kennt vom Monopoly. Dann gibt es auch noch ein Losfeld, auch ganz typisch. Und dann gibt es halt hier auch noch diese Karten, und zwar das Ereignisfeld, die Ereigniskarten, wo dann eben auch was extra passiert. Dieses Feld, frei parken, ist auch weiterhin auf dem Spielbrett vorhanden. Es ist so, so süß. Ein kleines Detail ist aber auf jeden Fall anders, und zwar ist das das Feld, dass man ins Gefängnis gehen soll. Und das ist hier dieses Feld mit Mamawoods drauf. Da steht, du brauchst eine Auszeit. Mit Sicherheit braucht sie ab und zu mal eine Auszeit von so viel Pepper-Time. Das ist eigentlich ganz gut. Hier ist dann quasi das Gefängnis. Hier ist das Auszeit. Da ist dann einfach das Bettchen abgebildet. Und dann steht hier unten zu Besuch. Und das finde ich ganz schön umgestaltet, dass es eben kein Gefängnis ist. Das ist jetzt auch nicht so was für die Kinder, oder die können damit nicht so richtig was anfangen. Und dann ist hier einfach das Zimmer mit den Bettchen. Dann kann man einfach sagen, ne, man braucht mal eine Ruhepause, einmal aussetzen oder wie auch immer. Je nachdem, was man würfelt. Das ist genauso wie beim normalen Monopoly auch. Da muss man dann entweder eine 6 würfeln, dann darf man raus, oder man muss eben bezahlen. Und wenn man dreimal eben nicht geschafft hat, dann muss man auch bezahlen, damit man wieder raus kann. Dann zeige ich euch mal die Anleitung. Die finde ich sehr schön gestaltet, auch mit Symbolen. Das ist schön einfach erklärt. Also wenn ihr dann ein bisschen älteres Kind habt, was vielleicht auch schon lesen kann, das kann dann auch noch mal selbst ein bisschen nachgucken. Ich finde, das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Mit den Bildern noch finde ich richtig gut. Und da ist dann auch noch genau, ja, also es ist wirklich richtig gut gegliedert, dass man alles auf ersten Blick direkt sieht, wie viel Geld das man braucht. Das ist dann auch unterschiedlich, je nachdem, wie viele Mitspieler eben mitmachen. Und ja, es gibt natürlich noch ein bisschen was, was bei den Kindermonopolis ein bisschen anders ist, aber das ist eigentlich meistens bei allen Kindermonopolis dann wiederum gleich. Deswegen, ich sage hier jetzt nicht zu viel, ich möchte nur einfach mal kurz das Spiel zeigen, kurz vorstellen, damit ihr einen kleinen Eindruck habt, ist das was oder... Ich denke, Monopoly dürfte allseits bekannt sein. Hier haben wir die Ereigniskarten mit dem Fragezeichen. Die sind auf dem Spielbrett ja auch ganz groß ausgezeichnet. Und dann gucke ich einfach mal, was da so draufsteht. Meistens sind das solche Karten mit solchen Straßenfeldern. Da steht dann Ereigniskarte, du fährst in den Urlaub, freies Grundstück. Ziehe zu einem roten Feld. Falls es eins zu kaufen gibt, erhältst du es umsonst. Falls nicht, zahle die Miete an den Besitzer. Ja, das ist eben meistens so eine Karte. Dann gibt es aber auch noch diese anderen Karten, die eben zugeordnet sind zu den verschiedenen, ja, Figuren. Jetzt zum Beispiel hier die
Pepper Woods Ereigniskarte. Die Superkartoffel rettet dich. Deine Auszeit ist beendet. Behalte diese Karte, bis du sie brauchst. Dann ist hier noch Mama Woods abgebildet. Da steht drauf, gib Mama Woods diese Karte und nimm noch eine Ereigniskarte. Mama Woods, ziehe in deinem nächsten Zug zu einem beliebigen, freien Grundstück und kaufe es. Wenn alle Felder einen Besitzer haben, kaufe ein Grundstück von einem beliebigen Mitspieler. Das ist so ein bisschen das, was so anders ist. Aber ja, ansonsten gibt es jetzt noch, du hast einen Schluck auf. Zahle 2 Dollar an die Bank. Ist eigentlich kindgerecht gestaltet, finde ich ganz schön. Du übst das Pfeifen und bekommst dafür Kekse. Du erhältst 2 Dollar von der Bank. Genau, also es ist sehr kindgerecht gemacht. Dann zeige ich euch mal noch die schönen Scheine. Da gibt es nur diese 1er-Scheine. Damit geht es einfach besser. Da müssen die Kinder nicht so viel rumrechnen. Alles ist quasi 1 Dollar, 1 Euro wert. Und ja, sind auch so schön gemacht. Hier hinten ist nichts drauf, sind einfach bedruckt. Finde ich sehr süß. Und ist dann auch sehr übersichtlich gestaltet. Ich finde, dass das eins der Monopolys ist, was auf jeden Fall auch schon für kleine Kinder geeignet ist. Ich schätze mal, da steht dann da drauf, da steht ab 5. Ja, ich denke, dass das schon, je nach Kind natürlich, ist es individuell, schon so ab 4,5, 5, 6 Jahren auf jeden Fall sehr, sehr gut geeignet ist, dass die Kinder da super schnell drauf klarkommen, dass die das super schnell drin haben, wie das funktioniert, weil das sehr strukturiert und einfach gehalten ist. Und das finde ich richtig toll an dem Spiel. Und dann haben wir hier noch die kleinen Figuren. Das hier ist Papa Woods, dann George. Und ich habe das ja mit der Kleinen gespielt und ich dachte noch so, sie nimmt mit Sicherheit die Pepper. Hat sie aber nicht gemacht. Sie hat George genommen. Jetzt ist er mir runtergedopst. Sie hat George genommen, weil er ein Dino-Kuscheltier hat. Und sie steht ja aktuell so auf Dinos. Genau. Und dann gibt es hier noch Mama Woods. Ich finde, die sind so, so niedlich. Gefallen mir richtig gut. Und dann gibt es noch was. Es gibt keine Häuser oder Hotels oder sowas. Es gibt diese Karten, diese Chips. Und wenn man eine Straße gekauft hat, jeder hat da seine Chips und jeder hat auch gleich viele. Also wenn die Chips leer sind, dann kann man auch nichts mehr kaufen. Weil wenn man was kauft und dann legt man einfach sein Chip auf die Straße und dann weiß man auch, wem was gehört und muss nicht ständig hin und her schauen. Das ist dann einfacher für die Kinder, wenn das direkt auf der Straße liegt. Sie rücken und gucken aufs Spielfeld und sehen direkt, wenn der Chip drauf liegt. Das ist entweder schon verkauft und sehen auch direkt, wem es gehört. Und das finde ich richtig gut, dass das eben schnell erfasst wird, dass das übersichtlich und klar strukturiert ist. Das gefällt mir. Und dann ist da noch dieser kleine Würfel natürlich mit dabei, auch super niedlich. Und das war es im Prinzip auch schon. Es gibt noch eine Profi-Variante, wo man dann eben auch Hypotheken und sowas aufnehmen kann. Aber das ist ehrlich gesagt, finde ich, schon wirklich eine Profi-Variante. Das spielen wir jetzt so nicht. Das ist ein bisschen zu schwierig noch. Die Kleine ist jetzt erst 6 geworden und das ist noch zu viel. Ja, dass man da sozusagen Darlehen aufnimmt von der Bank und ja, das machen wir noch nicht. Gäbe es aber auf jeden Fall die Möglichkeit, gerade wenn man ein kleines Kind hat, vielleicht mit 5 und dann etwas Größeres schon, was 8 oder 9 ist, dann kann man es mit beiden Kindern spielen, hat einmal die einfachere Variante und einmal die etwas schwierigere Variante. Dann muss man sich da auch nicht so viele Gedanken machen, ich habe jetzt aber 2 Kinder, das ist jetzt nur was für das ganz Kleine oder nichts mehr für das Größere. Und so kann man quasi das Spiel nutzen und hat dann beide Varianten, eben auch was für ältere Kinder. Finde ich sehr, sehr gut und ich werde euch, wie gesagt, noch ein paar Bilder einblenden. Ich werde das Spiel aufbauen gleich und ein paar Fotos machen und dann auch nochmal das Spielbrett vorbereiten. Und dann könnt ihr alles nochmal genau sehen. Ja, das war jetzt, wie gesagt, ein kleiner Eindruck,
um was es ungefähr geht, wie das aufgebaut ist, damit ihr einfach schnelle Entscheidungen treffen könnt. Soll ich das kaufen oder nicht? Ist das was für mein Kind oder eher nicht? Auch zum Verschenken. Ich werde es mal in die Infobox verlinken. Könnt ihr mal nachschauen, wenn es euch interessiert und euch nochmal genau informieren. So viel dazu. Ich wollte das Video kurz halten. Einfach, wie gesagt, eine schnelle Information zum Spiel. Das war's jetzt. Wenn ihr Fragen habt, stellt ihr mir gerne in den Kommentaren. Und soweit ich das weiß, beantworte ich auch alle. Und ja, ich denke, das wird klappen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.